Wann liegt überhaupt eine Erwerbsminderung vor? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Laut Definition aus dem Gesetzbuch, § 43 SGB 6, liegt eine Erwerbsminderung immer dann vor, wenn der Versicherte unter den üblichen Bedingungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, erwerbstätig zu sein. Oder kurz gesagt, der Versicherte ist immer dann erwerbsgemindert, wenn er auf absehbare Zeit seine Arbeitskraft wegen Krankheit und Behinderung nicht einsetzen kann. Gemeint ist immer ein Zeitraum von 6 Monaten. Das heißt, es ist eine Prognoseentscheidung. Wenn ich 6 Monate lang krank war, dann ist es relativ sicher, dass ich meine Arbeitskraft nicht einsetzen kann. Wenn ich aber wegen schwerer Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs oder neurologischer Erkrankung, erwerbsgemindert bin, dann kann auch ein viel kürzerer Zeitraum ausreichen, um eine Prognose für die Zukunft zu stellen. Die Feststellung, ob jemand erwerbsgemindert ist, ist eine reine sozialmedizinische Feststellung. Diese wird getroffen durch Ärzte, Gutachter oder die Reha-Einrichtung der Deutschen Rentenversicherung. Näheres zum Thema Erwerbsminderung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.